Go4Gold Podcast von Antje Heimselt. So steigerst du deine Motivation, Lebensfreude, Veränderungslust und mentale und emotionale Stärke. Willst du neue Sichtweisen gewinnen, Herausforderungen souverän meistern und mehr Erfolg im Leben haben? Dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt. Und jetzt ist das Spiel aus und der Weltmeister fährt nach Hause. Und die Koreaner sinken nieder, beten dort, völlig ausgepumpt. Überspitzt gesagt, das südkoreanische Team schlägt die deutschen Einzelspieler. Die Deutschen waren bei dieser Fußball-WM offenbar anders als in den letzten Turnieren keine echte Einheit. Dabei ist der Teamgedanke ein ganz wichtiger Baustein für Erfolg, sagt Mentaltrainerin Antje Heimsöth. Sogar im Einzelsport. Na, weil wenn wir uns mit erfolgreichen Menschen beschäftigen, ob jetzt in der Wirtschaft oder im Sport, dann sind die Menschen immer nur erfolgreich geworden, weil sie ein gutes Team hinter sich hatten. Also bei der letzten WM waren es eben etwa 100 Leute, die dabei waren. Da wird zwar dann boshaft gesagt, da zählen auch die Friseure dazu, aber ohne Team geht's halt nicht. Auch ein Felix Neureuther wird nicht WM-Bronzegewinner ohne ein Team im Hintergrund. Beim morschen Weltmeister hat in diesem Turnier aber wenig gepasst. Zumindest ein kleiner Faktor war wohl auch das Quartier im Plattenbau von Watutinki. Bei der WM vor 4 Jahren war die Atmosphäre in den Spieler-WGs im Campo Bahia deutlich besser. Trotzdem, solche äußeren Faktoren darf man laut Antje Heimsöth nicht überbewerten. Weil ich arbeite ja auch in anderen Sportarten und da sind wir manchmal wirklich auch mit Teams in Jugendherbergen, weil da gibt es einfach nichts anderes in der Nähe der Sportstätten. Und wie kann man den Mannschaftsgedanken stärken? Dafür gibt es, egal ob im Profi- oder Amateursport oder im Berufsleben, viele Teambuilding-Möglichkeiten. Bitte abseits von Saufgelage, Feiern, sondern es braucht dann schon einen auch, dass wir was lernen über uns. Ich persönlich gehe gern mit Teams in Naturseilgarten und mache Übungen, wo zum Beispiel einer in der Höhe von einer Seite auf die andere Seite muss. Viele bekommen dann Angst oder starke Emotionen. Wie verhält sich das Team am Boden? Die den sichern, unterstützen die den? Oder so nach dem Motto, mal lass den da oben mal machen, wir ratschen derweil da unten. Sondern da wäre es sehr wichtig, wie verhält sich das Team und das dann aufzuarbeiten. Bei Einzelsportarten kann man aber pauschal nicht sagen, ob man lieber alleine oder in einer Gruppe trainieren sollte. Denn jeder Mensch ist bekanntlich anders, sagt die Mentaltrainerin. Aus meiner Erfahrung ist für viele besser, wenn sie zum Beispiel Laufen oder Kondition, Athletik mit anderen Sportlern gemeinsam machen als eben alleine. Aber ich habe auch immer schon mal Individualisten erlebt, die gesagt haben, nee, ich mag mir da Musik aufs Ohr tun und mein Ding alleine durchziehen. Und generell gilt für Antje Heimsöth, mehr reden. Ich war vor 5 Jahren etwa mit einer Ligamannschaft in einem Trainingscamp und ich mache so ein Kennenlernspiel, die kannten sich gar nicht. Die haben nie darüber geredet, ey, wer bist denn du eigentlich, was machst denn du, wenn du nicht hier bist und was sind denn deine Hobbys sonst? Und dann kamen so Dinge raus wie, Mensch, du fährst auch gern Mountainbike. Ah, super, dann können wir ja in Zukunft am Wochenende gemeinsam trainieren und auf den Berg fahren. Da kann man auch unwahrscheinlich viel rausholen. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsoeth-academy.com bzw. www.antje-heimsoeth.com. Dort findet ihr auf den Blogs viele spannende Artikel zu den Themen Motivation, Erfolg, mentale Stärke und Frauenpower. Und viele weitere Unternehmertipps. Denkt immer dran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao und bis bald, eure Antje Heimsoeth.